Es ist ein ambivalentes Verhältnis, aber ich glaube, aus deutscher Sicht geht es darum, die Schweiz, ein Eldorado, das, ich glaube, seit 1798 keinen Krieg mehr geführt hat oder jedenfalls in einen Krieg verwickelt worden ist. Reichtum, sehr wohl situiert, eine fantastische Landschaft. Das ist, glaube ich, sind Assoziationen, die Deutschland mit der Schweiz verbindet. Aus der Schweizer Sicht glaube ich schon, dass sich über die Nazi-Zeit ein etwas gestörtes Verhältnis zu Deutschland herausgebildet hat. Vielleicht auch mit einem kleinen Tick von schlechtem Gewissen, weil man sich mit den Nazis jedenfalls in mancher Beziehung auch eingelassen hat. Wenn ich mal an den Goldhandel denke oder an die Frage von beschlagnahmtem Eigentum, das erst über ein Washingtoner Abkommen dann zur Hälfte wieder ausgeliefert worden ist, um darüber die Geschädigten zu entschädigen. Und ich glaube, in jüngster Zeit ist die Frage schon aus deutscher Sicht derjenige gewesen, ist die Schweiz ein Ort gewesen für lange Zeit, wo jedenfalls mit Vorsatz zum Steuerbetrug eingeladen worden ist. Aus der Schweizer Sicht liegt vielleicht ein bisschen zu sehr diese deutsche Großmannssucht, vielleicht auch etwas zu arrogant. Und die Schweiz hat oder die Schweizer haben in der Tat einen völlig anderen Kommunikationsstil als wir, was ich nicht zuletzt an meiner Person ablesen kann. Sie geben sehr viel mehr Freiraum. Sie lassen dem anderen Fluchtmöglichkeiten. Ihre Meinung wird eher in Fragen verpackt, aber ist auch mit dem Nachteil verbunden, dass sie sehr schwer zu dekodieren sind und ganz überrascht sind, wenn ein Politiker erstens, zweitens, drittens und Subjekt, Prädikat, Objekt redet.